Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin diesmal im Nightjet der ÖBB unterwegs. Und ja, ich mache jetzt mal eine kurze Roomtour, weil ich noch nichts verändert habe, außer dass ich auf diesem Bett sitze. Und danach erzähle ich euch ein bisschen was. So, die Roomtour beginnt. Wenn man reinkommt, hat man hier einen Sitzplatz mit einem Tisch. Ihr seht, ich habe hier zur Begrüßung eine Flasche Sekt bekommen. Sehr cool. Eine Tüte, gucken wir uns gleich an. Und ich habe das hier für mich alleine gebucht, aber es gibt trotzdem zwei Betten, zwei Schlafplätze, einen Rucksack mit den ganzen Klamotten, die Klogen. Ansonsten hier eine Treppe zum Hoch hin, Abstellplätze, ordentlich Stauraum und ich zoome mal raus, gerade festgestellt, eine Toilette. So. Wie ihr seht, mit Dusche, weil ich das so gebucht habe. Und Toilette und Waschbecken. Cool. Ziemlich klein alles, aber naja, was erwartet man in einem Zug, ne? Aber werde ich natürlich alles austesten. Ihr kennt das ja von dem Caledonian Sleeper, falls ihr das Video gesehen habt. Ich kriege Frühstück, musste vorhin so eine Frühstückskarte ausfüllen. Das habe ich jetzt einfach schon gemacht. Hier ein bisschen noch die Möglichkeit, wenn ich was zu essen bestellen wollen würde. Ich habe aber schon unterwegs gegessen. Wir sind erst um 21.57 Uhr in Hannover losgefahren. Ja, die Keycard, wahrscheinlich das Wichtigste, um wieder reinzukommen. Und jetzt dieses Unpacking hier. Ja, das ist die Tür. Ich finde es cool. Der Raum komplett für mich allein, ein bisschen größer als in Caledonian Sleeper, falls ihr das Video gesehen habt. Wenn nicht, ich empfehle es euch. Gab es letztes Jahr auf meinem Kanal. Wir gucken mal hier rein. Latschen. Ich nehme das mal hier hin. Dann gucken wir mal weiter. Ja, so eine Schlafmaske. Ein kleines Handtuch. Noch ein Wasser. Bio-Knabbermix. Ich dachte, ist das ein frisches Tuch. Ist er nicht. Sehen. Ah, vielleicht. Ich lege der Musik drunter. Ein Kugelschreiber und Ohrenstöpsel. Das war's. So, wir sind wieder auf dem Sitzplatz. Ich fahre von, ich kann euch das ja mal hier so einblenden, irgendwie in dem Licht hier, von Hannover nach Innsbruck. Hier also jetzt kurz ein Überblick über die Routen, wovon ich eine genommen habe, aber es sind insgesamt vier Routen, die dort zusammenspielen. Wir haben einmal die Route von Hamburg nach Wien, also hier oben Hamburg, hier unten Wien. Ich beschreibe das gleich. In Hamburg, der Zug fährt aber auch los mit einem zweiten Zugteil, der nach Innsbruck fährt. Ihr seht das hier, die teilen sich also unterwegs. Und dann gibt es noch einen zweiten Zug, der beginnt in Amsterdam, also hier auf der linken Seite, hier in blau dargestellt.
trifft sich auch an der Stelle, wo sich die beiden anderen Züge teilen, das ist in Nürnberg, und koppelt sich mit dem Zugteil, der nach Wien fährt, zusammen. Das heißt also, ja, ein Zug nach Wien. Und dann gibt es natürlich noch die Variante Amsterdam nach Innsbruck. Und ihr seht, also es sind jeweils vier Linienäste, in der Mitte in Nürnberg wird sich getroffen, die Züge werden neu zusammengestellt. Wir haben also Innsbruck, Amsterdam, Wien und Hamburg und in der Mitte Nürnberg. Dann haben wir jetzt hier den Zug von Amsterdam auskommt, der über Düsseldorf und Köln fährt, also durchs Ruhrgebiet ein Stück. Duisburg auch noch, ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Und der Zug von Hamburg, der fährt über Hannover nach Nürnberg. Und ich bin in diesem Video die orange Linie abgefahren. Ich bin in Hannover zugestiegen. Dann ging es über Nürnberg nach Innsbruck. Ich sag mal, wir sehen uns morgen früh. Ich zeige euch mein Frühstück, was ich bestellt habe, natürlich. Und dann, wenn Tag ist, kann ich euch auch mal ein bisschen Aussicht aus dem Fenster zeigen. Jetzt aber erstmal gute Nacht. Quasi, also wahrscheinlich kommt das Video tagsüber. Oder? Mach ich Licht aus? So. Ha! Okay, trotzdem noch eine kurze Einblendung. Ihr seht, dass es blau geworden ist. Ich kann die Farben hier anstellen. Das ist aus. Das ist ganz hell. Das ist blau. Das ist cool, aber meine Kamera kommt von der Beleuchtung her nicht mit diesem Lichtwechsel klar. Egal, Temperatur kann ich da auch einstellen, sehe ich gerade, und die Helligkeit. Ihr seht, habe ich hier ein bisschen umgebaut. Der Tisch zu einer Bank erweitert. Wir sind jetzt in München. Und wenn ich aus dem Fenster filme, es geht in die Sonne, aber das ist mir jetzt egal. In ca. 45 Minuten kriege ich Frühstück. Und bis dahin gucken wir mal. Ich würde sagen, ganz gut geschlafen, aber sehr unruhig, weil es halt immer wieder gewackelt hat. Und ich habe zum Beispiel mitbekommen, als wir in Nürnberg angekommen sind, wo der Zug dann umgebaut wurde, da habe ich die Hälfte von mitbekommen. Naja, egal. Ich mache mich jetzt mal fertig und dann gucke ich mir gleich das Frühstück an. So, wir haben 5:08 kurz vor Rosenheim und das ist mein Frühstück, wie ihr seht, zwei Brötchen, das ist wegen der Sonne, aber das müsst ihr jetzt durch, also zwei Brötchen und etwas Wurst, einen kleinen Frischkäse, einen Joghurt und ein Kaffee. Und ihr habt noch circa Stunde 15, bis ich in Innsbruck bin. Ich frühstücke erstmal. So, ich schulde euch irgendwie noch eine Abmod von dem Video aus dem Zug, also aus dem Nightjet. Und was gibt es da Schöneres als diese wunderbare Aussicht hier in Innsbruck auf die Berge und Radfahrer. Radfahrer sind auch cool. Warum? Der ist gerade hier vorbeigefahren. Hat umgedreht, um hier nochmal vorbeizufahren. Finde ich ein bisschen frech. Naja, egal. Also, mein Fazit. Ich fand
an einigen Stellen schöner als in dem Caledonian Sleeper, vor allem weil es hier und da ein wenig moderner war, ne? Aber die Toilette im Caledonian Sleeper mit der Dusche war dafür schöner als jetzt im ÖBB Nightjet. Zumindest mein persönliches Empfinden. Aussicht, beides super. Ob du jetzt nach Österreich in die Berge fährst oder nach Schottland in die Highlands, würde ich sagen, ist relativ ähnlich. Das Frühstück im ÖBB Nightjet war deutlich besser, weil es umfangreicher war. Aber ja, ich finde beides auf jeden Fall mal eine Reise wert. Sollte man auf jeden Fall mal austesten. Und ja, ich zeige euch da oben. Boah, kann man diese Seilbahn sehen? Da fährt gerade eine Seilbahn. Ich zoome mal ein bisschen ran. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall da so bei den Häusern geht eine Seilbahnstrecke lang. Wahrscheinlich kann man sie nicht sehen. Aber wenn ihr sie doch auf diesem Bild findet, dann ist das doch umso schöner. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und es wird weitere Videos aus Österreich geben, zum Beispiel von der Straßenbahn hier in Innsbruck. Je nachdem, wie schnell ich mit dem Schneiden bin, vielleicht schon nächste Woche. Und dann mache ich die Videos so im wöchentlichen Rhythmus. Wir werden sehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.